So, liebe Schörler, was ist eine Dampfmaschine? Sicher eine tolle Erfindung, aber woran hat sie das noch erinnert? Klar, die Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann als Pfeifer mit 3F. Das Getränk als auch der Film gehören irgendwie zur Adventszeit, aber eine solche große Bowle ist für zwei doch ein bisschen viel, oder Herr Schurich? Ja, und aus dem Grunde habe ich mir das Feuersangenbowl-Löffelchen einfallen lassen. Aha. Klingt so ein bisschen wie eine Schnapsidee, ist aber bierernst gemeint, Es oder? ist eine Schnapsidee, aber auch sehr ernst gemeint. Das ist also aus Edelstahl gestanzt. Und wie geht das jetzt? Und wir biegen mal bitte die beiden großen Flügel nach oben Okay, so. Was ist? und die kleinen bitte nach unten. Aha, ich gucke Ihnen das mal ab. Ah, okay, verstehe. So, So, und jetzt? jetzt Aha, hier ist eine haben wir Tasse. die Möglichkeit, das Feuersangenbowl-Löffelchen auf den Tassenrand aufzulegen, dass es nicht verrutscht. Und damit wir wie bei der großen Feuersangenbowle den Effekt der Flamme haben, Darf kommt der ein Zucker nicht fehlen, klar. Ist ein ganz normaler Würfelzucker hier? ganz normaler Würfelzucker. Und jetzt können wir den entzünden. Ah, ich mach das mal. Ist das patentiert hier eigentlich? Das ist patentiert und das Löffelchen heißt Flöffelchen wie Pfeifer mit 3F. Ach, Flöffel mit 3F. Löffel wie Pfeifer, alle beide mit 3F, Aber jetzt genau. brutzelt das hier schön, ist ja auch Ja, wunderbar. und das ist wie bei der großen Feuersangenbowle, das ist auch karamellisiert alles. Es tropft rein ins Getränk. So, jetzt ist der Zucker ja fast abgebrannt und Und jetzt karamellisiert, kommen wir auf ne? den Begriff Löffel wieder zurück, weil jetzt können wir mit dem Löffel Ah. auch noch umrühren. Toll, das Ich riecht wünsche gut. eine schöne Adventszeit. Vielen Dank. Und die Feuerzeit.